Hallo ihr Lieben, heute habe ich Ihnen und Euch einen meiner absoluten Lieblingsautoren mitgebracht. Und das habe ich den großartigen Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel zu verdanken, dass ich diesen Autor überhaupt für mich entdeckt habe. Wer uns hier schon eine Weile folgt und uns kennt, der weiß, wenn wir ein Buch haben, worüber wir ganz begeistert sind, dann sprühen wir manchmal so über, dass es eigentlich das Video explodieren müsste. In diesem Fall hoffe ich, dass es das nicht macht. Der Autor ist Taje Wessers. Er ist im Gogolz Verlag erschienen und wie schon gesagt, Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt alle seine Bücher. Alle seine Bücher, die nach und nach sind vor 50 Jahren erschienen und jetzt nach und nach ins Deutsche übersetzt werden. Angefangen hat alles mit dem Eisschloss, eines meiner absoluten All-Time-Favorites. Danach kamen die Vögel. Gleichermaßen brillant, kann ich nur sagen. Beide Bücher gibt es jetzt auch schon im DTV-Verlag als Taschenbuch, aber die Ausgaben im Gogolz-Verlag, die ich jetzt leider nicht hier habe, sind auch wunderschön in der Aufmachung. Und der DTV-Verlag hat die Covergestaltung auch übernommen, was ich sehr, sehr schön finde. Jetzt ist sein neues Buch erschienen, Der Keim. Und ich kann nur sagen, wer wirklich außergewöhnliche und ganz besondere Wortspielereien mag und Satzgeflechte mag, der wird sich in diese Bücher verlieben, die immer eine ganz beeindruckende Geschichte mitbringen, aber auch von der Lebendigkeit und von dieser faszinierenden Sprache leben. In Der Keim erleben wir nun wieder eine ganz besondere Geschichte. Es ist ein Inselroman, ja, aber es ist auch ein Gesellschaftsroman. Ein junger Mann kommt auf eine Insel ohne Gepäck. Die Schiffsleute fragen ihn noch, ob er wieder bald zurückfährt oder ob er länger bleibt, und weil er doch kein Gepäck hat. Und er sagt, ach ja, das Gepäck steht da und da. Dieser junge Mann heißt Andreas Fest. Er ist traumatisiert durch ein schweres Unglück, das er miterlebt hat. Er ist ein Suchender, das merkt man schon auf den ersten Seiten, wie das beschrieben wird. Er ist eine verlorene Seele, könnte man sagen. Und er kommt auf diese Insel und es wird ein Mord geschehen. Und was das mit diesen Inselbewohnern, mit den jeweiligen Personen, die alle in diese Geschichte verstrickt sind, macht, das ist so großartig geschrieben. Man liest es atemlos und ist berauscht von dieser fantastischen Sprache. Und man erlebt mit, wie dieses Unglück, was es ist, geschieht und wie es die Menschen für einen Moment völlig außer sich bringt. Und das lese ich euch gerade mal ein ganz kleines Stück vor. Da bekommt ihr einen unglaublichen Einblick in diese Geschichte. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da geschieht ein Mord. Und die Menschen werden völlig außer sich geraten. Sie werden sich selbst nicht wiedererkennen. Und am Ende des Buches fragt man sich selbst, zu was ist man selber fähig? Aber hört selbst. Die Meute hielt tatsächlich still. Die innerliche Raserei hatte ein Ende, war leer gelaufen. Sie kamen wieder zu sich und begriffen nichts mehr. Schau, da war Kari Ness wieder, am Rand des Gartens. Was will die hier, dachten sie. Kein Raum zum Atmen unter dieser erstickenden Wand. In dieser Luft, schwanger vom Duft tausender reifender Äpfel. Es half nichts. Der Klumpen um den Erschlagenen löste sich auf und wurde zu jämmerlichen Einzelteilen. Er war nicht bei Verstand? Dann sieht man manches anders aus. Umso schneller kamen sie zu sich.
Nein, er war wohl nicht bei Verstand gewesen. Rolf durchbrach die Stille. Vater! Ohne zu wissen, was er von ihm wollte. Es war ein Notruf, ein ungezielter. Die Schar stand still und kam zu sich, jeder mit seiner schweren Bürde. Weitere Leute kamen hinzu, die langsamer gewesen waren. Das Feuer in ihnen erlosch, sobald sie angelangt waren. Blitzschnell ging es zwischen ihnen herum. Sie hatten einen Verrückten erschlagen. Ich musste etliche Male tief durchatmen, aber ich konnte nicht aufhören zu lesen. Und ich habe zu meiner Kollegin gerade gesagt, eigentlich möchte ich irgendwann mal sagen, lest diese Geschichte, sie wird euch begeistern, sie wird euch mitreißen, sie wird euch faszinieren und am Ende auch mit Fragen zurücklassen natürlich. In diesem Fall, was würden wir machen, zu was wären wir fähig oder zu was ist der Mensch eigentlich fähig, wenn er so außer sich gerät. Es ist so faszinierend und es beschreibt eigentlich hier in dieser kleinen Gemeinschaft, wie schnell der Keim von etwas Schrecklichem wachsen kann zu Wut, zu etwas Bösem, zu etwas Gefährlichem und wie es alle verändert und wie es dann doch irgendwie auch zur Ruhe kommt. Es geht um blinde Raserei aus Wut, aus Verzweiflung, aus Angst. Es geht um Vergebung und um eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und jetzt sage ich einfach mal, lest es. Es wird euch begeistern. Glaubt mir, es wird euch begeistern. Taje Wessers, Der Keim, im Gogols Verlag, ganz neu erschienen, übersetzt aus dem Altnorwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Und es ist eine wunderbare Literatur. Es ist wirklich ganz außergewöhnlich, was ihr hier zu lesen bekommt. Meine allergrößte Empfehlung. Und wenn ihr die noch nicht kennt, Die Vögel und das Eisschloss, unbedingt gleich hinterher.